Wie nimmt man ein Wago Bugnet Device in Betrieb? Zu Beginn erklären wir, welche Komponenten dafür eingesetzt werden. Wir verwenden in diesem Beispiel ein 750-8212 mit einer Bugnet-Lizenz. Wie man diese Lizenz auf dem Controller aktiviert, haben wir in dem verlinkten Video erklärt. Sollte Ihnen keine Lizenz zur Verfügung stehen, können Sie trotzdem fortfahren, da Ihnen eine 30-tägige Evaluierungszeit zur Verfügung steht. Grundsätzlich können zukünftig alle PFC 200 der zweiten Generation verwendet werden, sowie die Geräte in der Kompatibilitätsliste zu finden im Bugnet-Konfigurator-Handbuch. Damit wir Bugnet auf dem Controller nutzen können, muss dieser Dienst gestartet werden. Dazu wechseln wir in das Web-Based Management des Controllers und navigieren hierzu Fieldbus Bugnet Configuration. Hier aktivieren wir den Service, welcher uns nach einem Restart zur Verfügung steht. An Software benötigen wir zum einen den Bugnet-Konfigurator, zum anderen eCockpit. Im Bugnet-Konfigurator muss vor der erstmaligen Benutzung der Backstack angepasst werden. Wir starten den Konfigurator und navigieren zu Extras Backstack Settings. Über Edit gelangen wir zur Eingabemaske. Bei Adapter muss die Netzwerkkarte ausgewählt werden, über die unser Bugnet-Device erreichbar ist. Nun wählen wir bei IP-Adresse noch die IP-Adresse unseres Rechners aus. Nachdem alles bestätigt wurde, wird nach einer Abfrage der Backstack neu gestartet. In eCockpit fügen wir den Controller in unser Projekt ein. Nun tragen wir die IP-Adresse unter dem Reiter Einstellungen des Controllers ein und geben unserem Controller einen Namen. Dieser Name sollte dem Bugnet-Device-Name entsprechen. Anschließend lassen wir den Controller scannen. Hierbei werden nun alle Module gescannt und können mit der Schaltfläche alle Übernehmen in das Projekt übernommen werden. Vorbereitend benötigen wir noch das Bugnet-Plugin. Dieses kann über Updates und Add-ons nachinstalliert werden. Weiter wird die Bibliothek Wago-Sys-Bugnet benötigt, welche wir über den Bibliotheksverwalter in unser Projekt einbinden. Nachdem nun alle Komponenten einsatzbereit sind, bleiben und beginnen wir in eCockpit. In der Netzwerkansicht können wir unseren Controller mit einem Doppelklick auswählen und zu seinen Modulen navigieren. An dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, den Kanälen Namen zu geben. Diese werden im weiteren Verlauf vom Bugnet-Konfigurator als Objektnamen für die generierten Bugnet-Objekte verwendet. Wird der Name mit einem Unterstrich begonnen, so wird dieser im Konfigurator als Objektname ohne Unterstrich übernommen. Wenn kein Unterstrich verwendet wird, fügt der Konfigurator die Slot- und Channel-Nummerierung als Präfix ein, gefolgt von dem vergebenen Namen. Zu beachten wäre dabei noch, dass die Bezeichnung IEC 61131 konform sein muss. Nachdem wir nun das Projekt in unserem Projektordner abgespeichert haben, navigieren wir zur Registerkarte Bugnet. Mit einem Klick auf die Schaltfläche öffnet sich der Konfigurator mit dem Fenster Import IO Configuration. Beim ersten Start, wenn sich noch kein Projekt im Verzeichnis befindet, wird man aufgefordert, ein Bugnet-Konfigurator-Projekt anzulegen. Es wird der Name des eCockpit-Projektes verwendet. Anschließend muss über Create New Device ein neues Gerät angelegt werden. Bei jedem weiteren Start des Konfigurators wird der entsprechende Controller angezeigt. Dies funktioniert jedoch nur dann, wenn der Name des Controllers in eCockpit gleich zu dem im Konfigurator ist. Nun muss eine Device-ID vergeben werden, welche nur einmalig im Netz vorhanden sein darf. Jetzt kann man die gewünschten Module über die gewohnten Möglichkeiten selektieren. An dieser Stelle finden wir auch die zuvor in der Steuerungskonfiguration vergebenen Namen als Bezeichnung für das neu zu erstellende Bugnet-Objekt wieder. Mit gedrückter Steuerungstaste können einzelne Positionen in der Liste ausgewählt werden. Steuerung plus die Taste A bewirken, dass alles ausgewählt wird. Möchte man vermeiden, dass die nicht ausgewählten Datenpunkte angelegt werden, muss dieser Haken beim nächsten Öffnen abgewählt werden. Für die zu erstellenden Objekte werden Funktionsbausteine in einer der drei Ausprägungen Small, Medium oder Large erzeugt. Diese unterscheiden sich im Umfang der enthaltenen Bugnet-Properties.
welche Properties in welcher Ausprägung enthalten sind, kann im Anwendungshinweis nachgelesen werden. Mit einem Rechtsklick auf die ausgewählten Positionen fügen wir die Datenpunkte in der gewünschten Ausprägung hinzu und bestätigen mit OK. Nun möchten wir noch ein paar Values anlegen und führen dazu in der Strukturansicht links einen Rechtsklick aus und wählen Add Objects. In diesem Fenster wählen wir nun den Object Type Analog Value, vergeben diesem einen Namen und wählen die Ausprägung Medium. Wenn man nicht genau weiß, welche Ausprägung man benötigt, kann man durch Auswählen der unterschiedlichen Ausprägungen im rechten Fenster sehen, wie sich die Checkboxen von den Properties verändern. Wir bleiben bei Medium und bestätigen dieses Fenster mit OK. Die weiteren Möglichkeiten dieses Fensters werden wir noch in späteren Videos näher erklären. Mit der Schaltfläche Sync to eCockpit und Store and Download können wir die Konfiguration im Bucknet-Konfigurator abschließen. Zurück in eCockpit sehen wir, dass ein Ordner Bucknet angelegt wurde, welcher die zuvor ausgewählten Datenpunkte enthält. Wenn die dort eingefügten GVLs rot unterstrichen sind, dann liegt dies an der fehlenden Bibliothek, die wir zu Beginn eingebunden haben. Die Verknüpfung der Variablen aus der Steuerungskonfiguration wird im Programm Bucknet HW Mapping gemacht. Daher muss dieses noch im PLC-PRG hinzugefügt oder über die Task-Konfiguration aufgerufen werden. Die angelegten Analog Values finden wir im Ordner Bucknet Objects in der GVL Bucknet Analog Value Objects. Dann gehen wir ins PLC-PRG und fügen mit F2 ein Analog Value mit dem Property AirPresentValue ein. Anschließend wird eine Variable zugewiesen und über das Deklarationsfenster angelegt. Über diese Variable wird jetzt automatisch in die Priorität 16 des Analog Values geschrieben. In diesem Beispiel zeigen wir das zyklische Schreiben des Present Value. Wenn nur bei Werteänderung oder prioritätsgesteuert geschrieben werden soll, kann das Codebeispiel aus dem Anwendungshinweis Vagus to Bucknet verwendet werden. In der Steuerungskonfiguration ist zu sehen, dass hier für die einzelnen Kanäle Variablen eingetragen wurden. Sofern die Namen nicht vorher selbst vergeben wurden, werden in der Steuerungskonfiguration für die einzelnen Kanäle Variablennamen eingetragen. Abschließend überprüfen wir durch einen einfachen I/O-Check die Konfiguration. Dafür können wir uns mit dem Controller verbinden, zum Konfigurator wechseln und hier testweise unseren ersten digitalen Ausgang aktivieren. Das Ergebnis sollte in eCockpit und an der verwendeten Hardware sichtbar werden.